Exegese beginnen. Cari fratelli e sorelle, Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechese von heute möchte ich beginnen, über das Gebet in der Apostelgeschichte und in den Briefen von des heiligen Paulus zu beginnen. Der heilige Lukas hat uns, wie wir wissen, eins der vier Evangelien überliefert, das er ganz dem irdischen Leben Jesu gewidmet hat, aber hat uns auch das hinterlassen, dass das erste Buch über die Kirchengeschichte genannt wurde, das heißt die Apostelgeschichte. In beiden diesen Büchern ist ein Element, das immer wiederkehrt, und das ist das Gebet. Das Gebet von Jesus und das von Maria, der Jünger und der Frauen und der christlichen Gemeinde. Der Anfangsweg der Kirche ist vor allem durch einen Rhythmus des Gebets, durch einen Rhythmus des Wirkens des Heiligen Geistes bestimmt, der die Apostel umwandelt, dass sie Zeugen des Auferstandenen sein können, bis zur Vergießung des Blutes und dass das Wort Gottes sich von nach Osten und Westen hin verbreiten kann. Trotzdem, vom ersten Verkündigung des Evangeliums, bevor das Evangelium verkündet wird, berichtet Lukas die Episode von der Himmelfahrt des Auferstandenen. Und er sagt, der Herr hinterlässt den Jüngern ein Programm ihres Lebens, das ganz der Evangelisation gewidmet sein soll. Empfangt die Kraft des Heiligen Geistes, der über euch kommen wird, und seid meine Zeugen in Jerusalem, in der ganz Judäa, in Samaria bis zum Enden der Erde. In Jerusalem blieben die Apostel zusammen, die elf, denn die noch geblieben waren nach dem Verrat von Judas Iskariot. Und sie sind im Haus versammelt, um zu beten. Und es ist gerade im Gebet, dass sie das Geschenk des auferstandenen Herrn erwarten, nämlich den Heiligen Geist. In diesem Kontext der Erwartung zwischen Himmelfahrt und Pfingsten erwähnt Lukas das letzte Mal Maria, die Mutter Gottes, und ihre Familienangehörige. Ihr ist der Beginn des Evangeliums anvertraut worden mit der Verkündigung des Engels, der Geburt und der Kindheit des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist. Mit Maria beginnt das irdische Leben Jesu und mit ihr beginnen auch die ersten Schritte der Kirche. Und beide Ereignisse sind in einem Klima des Zuhörens auf Gott, der inneren Sammlung. Und heute möchte ich deswegen die Aufmerksamkeit auf die betende Gegenwart der Jungfrau Maria richten. Sie hat mit Diskretion den ganzen Weg ihres Sohnes mitgefolgt, während seines öffentlichen Lebens bis hin zu den Füßen des Kreuzes. Und sie folgt auch weiter mit ihrem stillen Gebet dem Weg der Kirche. In der Verkündigung im Haus in Nazareth empfängt sie den Engel des Herrn. Sie ist aufmerksam seinen Worten. Sie ist bereit und antwortet auf den göttlichen Plan und zeigt ihre völlige Verfügbarkeit. Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Maria, durch ihre innere Haltung des Zuhörens ist sie fähig, die eigene Geschichte zu leben, und sie erkennt mit Demut, dass es der Herr ist, der handelt. Und im Blick auf die Verwandte Elisabeth bricht sie aus in einem Gebet des Lobpreises und der Freude. Sie ehrt die Gnade Gottes, die ihr ganzes Herz und ihr Leben erfüllt hat, und sie dankt Lob, Dank und Freude im Gesang des Magnifikats. Maria hat nicht nur den Blick auf das, was Gott in ihrem persönlichen Leben gewirkt hat, sondern in der ganzen Geschichte. Der heilige Ambrosius in einem berühmten Kommentar zum Magnifikat lädt er ein, dass wir den gleichen Geist im Gebet haben sollen, und er schreibt,
Möge in jedem von uns die Seele von Maria den Herrn lobpreisen und möge in jedem von uns der Geist Mariens herrschen, um in Gott zu jubeln. Auch im Zonakel in Jerusalem, in dem Obergemach, wo die Jünger Jesu sich üblicherweise versammelt haben, wie es in der Apostelgeschichte heißt, ist sie gesammelt, um zu beten und zuzuhören. Sie ist gegenwärtig, bevor sich die Türen öffnen und aufgestoßen werden, um Christus, den Herrn, allen Völkern zu verkünden und das zu lehren, was er ihnen gelehrt und aufgetragen hat. Die Etappen im Weg Mariens vom Haus in Nazareth bis nach Jerusalem durch das Kreuz, dort, wo ihr der Apostel Johannes anvertraut wurde, und sie hat die Fähigkeit, in einem Klima der inneren Sammlung zu verharren und zu betrachten, um jedes Ereignis in der Stille ihres Herzens zu betrachten vor Gott. Die Gegenwart der Mutter Gottes mit den 11 nach der Himmelfahrt ist nicht nur eine einfache historische Berichterstattung, sondern sie hat eine ganz große Bedeutung und Wert, denn weil sie mit ihnen, mit den Jüngern teilt, was das Wichtigste ist, nämlich das Gedächtnis, das lebendige Gedächtnis Jesus, das lebendig zu halten im Gebet, und ihre Gegenwart ist ganz wichtig. Im letzten Bericht in den Schriften des heiligen Lukas von Maria ist der Tag des Sabbats, der Tag der Ruhe Gottes nach der Schöpfung und der Tag des Schweigens nach dem Tod Jesu und der Erwartung der Auferstehung. Und diese Episode in dieser Episode ist die Tradition, Maria am Samstag zu gedenken, verwurzelt. Zwischen der Himmelfahrt des Auferstandenen und des ersten Pfingstens versammeln sich die Apostel und die Kirche mit Maria, um mit ihr das Geschenk des Heiligen Geistes zu erwarten, ohne die sie keine Zeugen sein können. Sie hat schon den Heiligen Geist empfangen bei der Menschwerdung des Wortes, und sie teilt es auch mit der ganzen Kirche, diese Erwartung dieses Geschenkes, damit in jedem Herzen jedes Gläubigen Christus gebildet wird. So wie es die Kirche nicht ohne Pfingsten gibt, so gibt es auch kein Pfingsten ohne die Mutter Jesu, weil sie in einzigartiger Weise gelebt hat, das, was die Kirche jeden Tag unter dem Wirken des Heiligen Geistes erfährt. San Comatio di Aquileia, der hat eine Bemerkung gemacht, einen Kommentar zu der Apostelgeschichte, und er schreibt: Es möge sich die Kirche in dem Obergemach versammeln, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Man kann nicht von der Kirche reden, wenn nicht Maria, die Mutter des Herrn, gegenwärtig ist. Die Kirche Christi ist dort, wo die Menschwerdung Christi aus der Jungfrau verkündet wird, und da, wo die Apostel, die Brüder des Herrn sind, den Herrn verkünden, und da, wo man das Evangelium hört, die frohe Botschaft. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil wollte unterstreichen, diese besondere Verbindung, das gemeinsame Gebet von Maria und den Aposteln im gleichen Raum, in der Erwartung des Heiligen Geistes. In der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium ist geschrieben, dass es Gott gefallen hat, das Geheimnis des Menschen, dass bevor der Heilige Geist ausgesandt wurde, den Christus verheißen hat, sehen wir die Apostel im Pfingsten zusammen mit der Mutter Gottes, und dass sie
zusammen gesammelt sind im Gebet mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und wir sehen, dass Maria mit ihren Gebeten das Geschenk des Heiligen Geistes erfleht und dass die Verkündigung in ihrem Schatten sozusagen stattfindet. Denn besondere Bedeutung der Mutter Gottes und der dass die Mutter Gottes ein überragendes und völlig einzigartiges Mitglied des Leibes Christi ist und dass sie Typus ist, besondere Figur, ein herausragendes Modell im Glauben und in der Liebe. Die Mutter Gottes zu verehren, die Mutter Jesu zu verehren in der Kirche, bedeutet, dass man von ihr lernt, zu beten. Und es ist eine der Wesenszüge, die auch von der Kirche, von der christlichen Gemeinschaft in der Apostelgeschichte unterstrichen werden. Oft ist das Gebet von schwierigen Situationen geprägt, von persönlichen Problemen, und die dazu führen, dass man sich dem Herrn zuwendet, um Licht, Stärkung und Hilfe zu erlangen. Maria lädt uns ein, uns dem Gebet zu öffnen, uns Gott zuzuwenden, nicht nur für die persönlichen Bedürfnisse und nicht nur für sich selbst, sondern in Einheit, treu und auch lang anhaltend betet, dass man mit einem Herzen und einer Seele betet zusammen. Liebe Freunde, das menschliche Leben in den verschiedenen Phasen ist oft von Schwierigkeiten geprägt, die dann Entscheidungen herausfordern, auch Verzicht und Opfer. Die Mutter Gottes ist beim Herrn geblieben in schwierigen und entscheidenden Momenten der Heilsgeschichte, und sie hat immer mit völliger Verfügbarkeit geantwortet, und das war die Frucht eines tiefen Bandes, das sie an Gott gebunden hat und das gereift ist durch das intensive und treue Gebet. Zwischen dem Karfreitag des Leidens und dem Sonntag der Auferstehung ist ihr der geliebte Jünger anvertraut worden und mit ihr die ganze Gemeinschaft der Jünger. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten findet man sie in der Kirche im Gebet, die Mutter Gottes und die Mutter der Kirche. Maria übt diese Mütterlichkeit bis zum Ende der Geschichte aus. Vertrauen wir uns ihr an, jede Phase unseres Lebens, unserer Existenz, unsere persönliche und auch die der Kirche und auch unseren Todestag. Maria möge uns helfen, dass, wie nötig das Gebet ist, und sie möge uns hinführen zu diesem beständigen Band, diesem intimen Band, das voll ist von Liebe zu ihrem Sohn, und dass wir auch dann aus unserem Haus herausschreiten können mit Mut und dass wir auch bis zu den Enden der Erde gehen, um überall Jesus, den Herrn und Erlöser der Welt, zu verkündigen. Danke.